Resident Evil Revelations. Episode 9. Kein Ausweg. Was zum Teufel hast du getan? Ich habe gar nichts getan. Sag nicht, dass die Batterie leer ist. Oh, Mann. Das Positive ist, wir sehen bei dieser Verschwörung allmählich klarer. Wir müssen zum Flughafen zurück, und zwar sofort. Hey Mann, warte! Niemand zu Hause. Sogar das andere Team ist abgehauen. Also, was machen wir denn eigentlich hier? Alles okay. Ich habe uns eine Hintertür offen gelassen. Ich kann uns mit jedem PDA reinbringen. Ja? Warum hast du das nicht gleich gesagt? Wenn meine Theorie stimmt, ist die Wahrheit über Veltro noch nicht spruchreif. Machst du Witze? Ich will voreilige Schlüsse vermeiden. Ich brauche mehr Infos. Ja, und damit herzlich... Okay, finden wir diesen Computer. Hier drüben haben wir noch nicht gesucht. Ich hoffe nur, er hat eine starke CPU. Das wäre klasse. Ja, und damit herzlich willkommen hier zurück zu Resident Evil Revelations, liebe Freunde. Wir befinden uns jetzt hier wieder zusammen mit unseren zwei Homies hier... irgendwo im kalten Winter, keine Ahnung wo, ich glaube Russland oder so, ich weiß es gar nicht, auf jeden Fall ist es arschkalt hier und die Batterie im Flugzeug des Computers ist kaputt, das heißt also wir müssen jetzt einen anderen Computer anzapfen und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal zu diesem PC, der hier irgendwo versteckt sein soll. Ich bin ja gespannt, was hier auf uns noch alles lauern wird und ich würde sagen, wir folgen jetzt erstmal unserem... Super Computer-Nerd hier. Ey, haut der einfach die Tür. Was haben wir denn hier für Waffen? Pistole, Maschinengewehr, Pumpgun. Die ist immer gut. Wo ist denn der jetzt hin? Dass die immer auch vorlaufen hier, das... Ja, überall Blut an den Wänden. Und jetzt? Soll ich vorgehen, oder was? Pussy. Uah! Ach du Scheiße. B.O.B. Ich wusste bald schon, ich bin drin. Tja, aber nicht die ganze Zeit. Was? Hey, Jungs! Schieß, verdammt! Alter Schwede. Guck mal, der haut schon wieder ab. Was haben wir denn hier in der Tür? Jemand Bestimmtes sollte bei Veltros Rückkehr nicht hier sein. Sie inszenieren das... Nein, keine Zeit für Verschwörungstheorien. So, dann gehen wir jetzt mal hier in einen anderen Raum. Und hier liegt dieser Tote. Den haben wir uns gar nicht am Anfang angeguckt. Wir schauen aber erstmal hier in die Spinte. Ah, perfekt. Schrotgewehrmunition können wir natürlich gut gebrauchen.
Und das sieht mir nach Pistolenmunition aus. Oder MG? MG-Munition. Ja, schick, schick. So, haben wir denn hier noch irgendwas? Wir haben unseren Scanner. Und wir haben noch gar nicht hier diesen Typen gescannt. Scheint aber nichts bei sich zu haben. Wer ist das überhaupt? Ist diese unsichtbare Kreatur auch hier? So möchte ich wirklich nicht hier sein. Ja, armer Teufel. So, hier haben wir noch zwei Granaten. Lass mal hier ein bisschen aufrüsten, damit wir hier nicht gleich irgendwie ganz ohne Muni und allem Möglichen stehen. So, und jetzt müssen wir mit dem Aufzug wahrscheinlich runterfahren. Mit so einem klapprigen alten Ding. Das kann ja was werden. Na holla die Waldfee, Freunde. So, dann lassen wir uns mal überraschen. Da ist Kraut. Und ein Raketenwerfer, das riecht mir nach einem Bosskampf. Hm, ist das wirklich ein echter MB-28? Grinder, so einen wollte ich schon immer. Du stehst auf Technik wie Fliegen auf Scheiße. Es ist nur ein Computer. Zur Sache, Schätzchen. Oh, das riecht mir echt nach einem Bosskampf. Was soll das denn? Es passiert nichts. Was hast du gemacht, Quint? Gar nichts. Ich brauche mehr Strom für den MB-28. Hier muss ein Generator sein. Den brauche ich. Okay. Bleib hier und amüsiere dich mit deiner neuen Flamme. So, wir müssen den Stromgenerator jetzt anwerfen. Und wie gesagt, wir haben hier allerlei an Waffen und etc. Und ich habe die Befürchtung, dass uns gleich noch ein Bosskampf bevorsteht. Da oben ist auch irgendwas. Also es wird bestimmt relativ interessant. Hier liegen überall Waffen rum. Und wir schmeißen jetzt hier hinten erstmal den Generator an. Hier ist auch noch eine Heilpflanze. Okay. Ich hoffe, dieses rostige Ding funktioniert. Der Strom reicht nicht, um ihn voll aufzuladen. Gibt's noch mehr Generatoren? Ja, hier haben wir natürlich noch einen zweiten Generator. So. Perfekt. So, jetzt bin ich gespannt, was passiert. Gut, Energie. Starte die Analyse. Hast du schon was? Nein, ich muss zuerst durch die Verschlüsselungen kommen. Das sollte der MB-28 in ein paar Minuten schaffen. Was ist das? Ach du Scheiße. Grinder! Bin schon dran. Überlass die Typen mir. Okay. Volle Möhre hier. Okay, dann wimmeln wir uns mal hier ins Kampfgetümmel. Oh, da sind noch mehr von den Viechern. Drecksdinger hier. Okay, vielleicht sollten wir gleich mal eine BOW-Falle benutzen. Die verfolgen uns bestimmt schon die ganze Zeit. Die FBC mag meinen unerlaubten Zugriff nicht. Die FBC? Wovon redest du? Ich hacke ihre geheimen Server. Ich habe sie bei der Unfalluntersuchung. Der Angriff ist der Beweis. Das ist die Wahrheit. Verschafft mir Zeit, um alles zu knacken. Aber wie viel Zeit brauchst du denn? Scheiße. Wir nehmen mal Scharfschützengewehr hier. Wie lange denn noch? Mal sehen. Das sind jetzt 28%. Ach du Kacke, 28. Mein Baby ist lahm. Kapiert, Gwent? Da kommt der nächste. Ach, Kacke. Ah, Mist.
Was? Oh nee, jetzt müssen wir hier auch noch... Okay, schnell weg. So, okay, wir starten den Generator schnell neu. So, weiter geht's. Quint, hat es geklappt? Alles okay? Ja, okay, danke. Ah. Das gibt's doch nicht. Okay, jetzt müssen wir... Ach du Scheiße, Freunde. Ah. Achtung, Granate. Drecksviecher hier, die sind überall. Und noch einer am besten hinterher. Viele Feinde heute. Danke für den Hinweis, du Schlaumeier. Sie müssen mich beim Reinigen bemerkt haben. Du musst sie auch. Ja, solche Hunde habe ich noch nie gesehen. Okay, aber dafür schuldest du mir richtig was. So, mach hinne da. Scheiße, keine Muni mehr. Drecksviecher, was haben wir denn noch für Waffen? Okay, nur noch ein Scharfschützengewehr. Aua. Okay, nehmen wir mal hier den Raketenwerfer. Noch ein unsichtbares Monster. Augen auf. Vorsicht. Und dann würde ich mal sagen, schießen wir mal eine Runde. Okay, nochmal geheilt. So, jetzt nehmen wir nochmal unsere Schrotflinte. Schnell nachladen. So, da kommen noch mehr von den Viechern. Und da ist ein Hunter. Zwei Hunter. Drei Hunter. Oh, Mann. Mach hinne da. Dass der aber auch nicht hinne macht hier. So, jetzt gibt's nochmal Badaboom. Okay, hier ist irgendwo noch ein Hunter. Fertig! 100% bei dir! Jetzt hau mal hier. Da sagst du so leicht viel Glück hier. Ich mach's nicht für dich, Kai. Und ich sag dir, warte gefällig, bis ich wiederkomme. Jetzt stirb hier. Wo ist der? Der ist hier irgendwo. Da ist er. Dass der aber auch nicht. Jetzt stirb endlich, du Kackviech. So, die Muni ist uns auch ausgegangen hier. Schnell nochmal ein Kraut nehmen. Was haben wir denn hier noch für Waffen? Jetzt können wir einen Blick auf die Daten werfen. Bereit? Nee. Immer mit der Ruhe. Ich muss mal eben... Ich bin sofort da. Immer eben hier auch nachladen hier. Der Python. Ja, nee, ich will Schrotflinte. So, Magnum-Munition. Geile Sache. So, ja, das ist immer so eine knappe Sache. Uiuiui, Freunde, das war haarscharf. Ah, hier wäre noch eine Kiste gewesen, wo wir hätten noch drauf schießen können. So, schnell noch hier das Kraut einsammeln. Liegt hier oben noch irgendwas? Nee, hier oben war jetzt nix. Da hinten ist auch nix. Ja, jetzt haben wir natürlich fast die ganze Muni verbraucht. Wir schauen einfach mal, was wir hier noch haben. Wir haben eigentlich nur noch die Pistole. Das ist natürlich gut, aber die Pistole können wir ja gegen diese Python da tauschen. Beziehungsweise würde ich gerne tauschen. Ich glaube, das machen wir auch mal eben. Ich weiß ja nicht, ob die Python mehr Durchschlagskraft hat oder so. So. Ja, was haben wir denn bei der Python? 12 Schuss. Nee, da ist die Pistole ja doch. Da haben wir wenigstens 88 Schuss. So, dann gehen wir jetzt mal zu unserem Nerd hier und schauen mal, was passiert.
erklärt es. Erklärt was? Wer hinter Weltflow steckt? Ja, vermutlich. Es gibt nur einen Weg, das rauszufinden. Fragen wir ihn selbst. Ah, hier ist Football. O'Brien hier. Was zur Hölle? O'Brien steckt dahinter? Direktor O'Brien, ich weiß über alles Bescheid. Weltrow ist nie zurückgekehrt. Es war alles ein Täuschungsmanöver, von Ihnen inszeniert. Ich wusste es doch. Und das nur, um jemand ganz Bestimmtes zu... Ich wusste es. Ah, dann hast du es ja durchschaut. Schön, dass ihr nicht so dumm seid, wie ihr tut. Ich habe die Protokolle untersucht und manches könnte sie interessieren. Dann zeig mal her. Ja, Sir. Ich sende sie sofort. Was ist los? Verbindungsfehler? Ah, wir wurden entdeckt! Ach du Scheiße, was passiert jetzt? Hey, Wind! Zwei Jungs decken Geheimnisse auf und werden gejagt. Wie bei der Falke und der Schneemann. Willst du mit deinen Computern sterben, du Idiot? Warte, Kumpel! Hab's klar! Ach du Scheiße. Quint! Keith! Ach du heilige Scheiße.